Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße alle zur heutigen Sendung Lausitz TV am Donnerstag und freue mich, dass alle wieder mit dabei sind. Wir starten mit einem Aufruf der Polizei Brandenburg. Die bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 16-jährigen Jungen aus Klettwitz. Die Polizei wendet sich nun mit diesem Bild an die Öffentlichkeit. Maxim Gorenitz ist etwa 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Anfang des Jahres kam er als unbegleiteter Jugendlicher aus der Ukraine nach Deutschland. Sein Lebensmittelpunkt lag seitdem im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Mitte August wurde er in Berlin festgestellt und dort in eine Jugendhilfeeinrichtung übergeben. Aus dieser scheint er jetzt verschwunden zu sein. Wer den Jungen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte an die Polizei. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Die 1995 gegründete kommunale Arbeitsgemeinschaft Städtekranz Berlin-Brandenburg verbindet die 7 Städte Frankfurt-Oder, Brandenburg an der Havel, Jüterbock, Eberswalde, Neuruppin, Luckenwalde und Cottbus. Aufgrund ihrer Lage und Funktion haben die eine besondere Rolle in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Auf der diesjährig stattfindenden Mitgliederversammlung übergab Oberbürgermeister Holger Kelch den Vorsitz turnusmäßig an René Wilke und somit nach Frankfurt-Oder. 2 Jahre hatte Cottbus die Federführung des Städtekranzes inne. Der scheidende Oberbürgermeister Kelch übergibt in den kommenden Wochen auch die Führung an der Cottbusser Rathausspitze. Vor der Stichwahl am kommenden Sonntag haben sich auch das Energieunternehmen LEAG und die BTU Cottbus-Senftenberg mit einem Statement zu Wort gemeldet. Am 9. Oktober findet die Stichwahl um das Amt des Cottbusser Oberbürgermeisters statt. Viele Unternehmen und Persönlichkeiten machen sich Gedanken über die Zukunft unserer Stadt. Unter anderem LEAG-Personalvorstand Jörg Wanjek, Lausitz-Beauftragter der brandenburgischen Landesregierung Dr. Klaus Freitag und BTU-Präsidentin Professor Gesine Grande. Sie möchten auf die Wichtigkeit der Wahl aufmerksam machen und die Bürgerinnen und Bürger von Cottbus aufrufen, am kommenden Sonntag demokratisch zu wählen. Toleranz und Weltoffenheit sind für mich der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Ich halte es deswegen für extrem wichtig, dass wir eine Willkommenskultur etablieren, gerade aus Sicht der Wirtschaft, die Lausitz auch in die Lage versetzt, in Zukunft genügend Arbeitsplätze, Arbeitskräfte anzulocken und eine attraktive Region zu gestalten. Wir werden hier in der Lausitz in den nächsten 15 Jahren 35% der Erwerbspersonen verlieren. Und da müssen wir attraktiv nach außen sein. Und das können wir, wenn wir zur Wahl gehen und klarstellen, dass Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz Werte sind, für die wir alle einstehen. Ja, der Strukturwandel in der Lausitz ist wirklich sehr erfolgreich angelaufen. Und was es jetzt braucht, ist Weltoffenheit, Zufriedenheit in der Region, aber auch Engagement für die zukunftsliegenden Aufgaben. Und dafür müssen wir am Sonntag demokratisch wählen. Unsere BTU ist ja eine Universität, die mehr als ein Drittel ihrer Studierenden aus aller Welt nach Cottbus holt. Es ist eine Vielfalt von Kulturen, Biografien, Geschichten, Menschen, Vorlieben. Und wir erleben das als eine unglaubliche Bereicherung für unser Universitätsleben. Wir erleben es als eine große Bereicherung für Studium und Lehre, aber eben auch für die Wissenschaft. Und die Wissenschaft lebt immer schon davon, dass wir offen sind, dass wir streitbar sind, dass wir kreativ sind und dass wir Platz haben für Eigensinn und Vielfalt und viele, viele, viele unterschiedliche Einflüsse. Es ist wichtig, weil die Stadt Cottbus eine aufgeschlossene, weltoffene, bunte Zukunft braucht und weil wir unsere Zukunft nicht in der Vergangenheit finden können, sondern nur in dem, was hier alles wachsen, entstehen kann, was wir für Chancen einbringen, was wir für tolle Menschen haben. Und deswegen gehen Sie demokratisch wählen. Wie ihr hier hinter mir sehen könnt, hatten wir gestern richtig Grund zur Freude. Denn der Cottbusser Künstler Martin Schüler war bei uns zu Gast und hat nicht nur Umarmungen, sondern auch ein ganz besonderes Geschenk verteilt. Das durften wir auch gleich auspacken und zeigen euch hier mal, um was es sich dabei eigentlich handelt. Ich habe euch was Schönes mitgebracht.
Wir bei Lausitz TV haben Gäste besonders gern, wenn sie uns etwas mitbringen. Martin Schüler weiß das zum Glück noch aus seiner Zeit als Schülerpraktikant bei uns. Mittlerweile hat er sich selbst einen Namen als Künstler gemacht. Umso mehr freut es uns, dass wir nun auch einen echten Schüler in unsere Räume hängen können. Und ich meine, es gibt auch so viele andere Vereine, Organisationen, Personen, die diese Aufmerksamkeit bekommen, die Unterstützung bekommen. Und ich bin einfach so dankbar, dass wir hier in Cottbus so einen tollen kleinen Sender haben, der sich einsetzt für das, was in Cottbus und der Region passiert. Und ich finde es einfach wichtig, mal Danke zu sagen für das, was man hat. Martin Schüler nennt seine Kunst selbst Cuddle Art, was so viel wie Kuschelkunst bedeutet. Inspiriert von Kuscheltieren und Zeichentrickfiguren und ebenso bunt und auffallend, schrill wie der Künstler selbst. Bei unserem Gemälde hat er sich für Mickey Maus im Regiestuhl umgeben von Ausschnitten aus Filmmagazinen entschieden. Das passt zum Fernsehen. Wir sagen Danke an unseren langjährigen Freund des Senders. Unsere Wege werden sich bestimmt bald wieder kreuzen. Wer am Sonntag schon frühzeitig sein Kreuz für die Oberbürgermeisterwahl gemacht hat und hinterher Lust auf einen Spaziergang rund um den entstehenden Ostsee hat, der kann am 21. Seegang des Fördervereins Cottbusser Ostsee e.V. teilnehmen. Der geführte Rundgang beginnt am Sonntag, den 9. Oktober um 10 Uhr in Neuendorf. Der genaue Treffpunkt ist am Ende der Cottbusser Straße an der Kreuzung zum Bedienweg der LEAG. Von dort aus geht es zum Hafengelände, wo es Neuigkeiten zur Entwicklung des Neuendorfer Ostseestrandes gibt. Geführt wird die Tour von Harald Grober, Teichlands Bürgermeister sowie Thomas Kramer. Vor Ort besteht die Möglichkeit, Fragen zum Ostsee zu stellen, die von den Experten beantwortet werden. Und hinterher bleibt immer noch ausreichend Zeit, wählen zu gehen, um die Entwicklungen des Ostsees noch mehr zu unterstützen. In Cottbus gibt es eine Anlaufstelle, wenn es um Prothesen, Alltagshilfen oder sonstiges Equipment der Orthopädie und Reha-Technik geht. Das Sanitätshaus Zimmermann. Um dem gestiegenen Bedarf gerecht zu werden, wurde kürzlich sogar neu gebaut. Schon vor 7 Jahren sind sich Jörg Zimmermann und sein Team bewusst geworden, dass es langsam eng werden könnte. Die damals noch riskante Idee, im großen Stil auszubauen, hat sich jetzt aber als die absolut richtige herausgestellt. Das Orthopädie- und Reha-Team Zimmermann ist gewachsen. Etwas versteckt hinter dem alten Haus am Seegraben in Großgaglow wurde auf 4 Etagen neu gebaut. Mehr als 4 Millionen Euro wurden dort mit Unterstützung der Investitionsbank des Landes Brandenburg hineingesteckt. Der neue Platz kommt gerade rechtzeitig. Die Bedingungen haben sich hier für alle verbessert. Für unsere Kunden, was die Parkplätze betrifft, was die Präsentation unserer Leistungen betrifft und letztendlich auch was die Funktionsräume betrifft, in denen wir an dem Kunden arbeiten. Das hat sich deutlich verbessert, ist auf dem aktuellen Stand der Technik, aber letztendlich auch die Bedingungen für die Mitarbeiter in der Werkstatt, die ja über viele, viele Jahre Kompromisse eingehen mussten. Was er damit meint, hat uns Jörg Zimmermann zusammen mit Markus Geisler gezeigt. Die beiden Geschäftsführer brachten uns eine Ebene höher. Bisher mussten sich alle Techniker eine 60 Quadratmeter große Werkstatt teilen. Jetzt steht ihnen eine komplette Etage zur Verfügung. Hier werden defekte Gehhilfen und Rollstühle gewartet und wieder auf Vordermann gebracht. Noch viel wichtiger jedoch, alle neuen Geräte werden hier passgenau für ihre neuen Besitzer eingestellt. Unser Ansatz ist tatsächlich das 360-Grad-Sanitätshaus. Wir wollen in beiden Häusern den Kunden umfänglich begleiten und versorgen und Lösungen anbieten, die seiner Situation gerecht werden. Und hier kommt ganz, ganz viel Erfahrung mit rein. Also tatsächlich die Erfahrung der Mitarbeiter ist der größte Schatz des Unternehmens. Ich denke, das unterscheidet uns eben auch von vielen Rezeptbearbeitern, dass hier geschaut wird und die Schippe tiefer gegraben wird, wie ich das sagen möchte, damit wir dann tatsächlich die richtige Lösung haben, weil nur die richtige Lösung ist am Ende die preiswerte Lösung. Ein gutes Beispiel dafür ist diese Sitzschale. Damit der Patient es so bequem wie möglich hat, wurde zuvor ein Körperformabdruck gemacht. Mithilfe des Scans wird der Korpus dann so bearbeitet, bis auch wirklich alles passt. Durch den Neubau hat man nun auch Platz für allerlei andere Spielereien. Über diesen silbernen Kasten im Keller ist man besonders froh. Er spart den Mitarbeitenden nämlich jede Menge Zeit. Also hier befinden wir uns tatsächlich im Herzen unserer Hilfsmittelaufbereitung. Hinter mir die neue
Rollstuhlwaschanlage, nicht nur für Rollstühle, man hört es jetzt, legt gerade los, nicht nur für Rollstühle, wir können Pflegebetten, Patientenlifte, alle Hilfsmittel dort reinigen, desinfizieren dabei herunter. Das ist eine wahnsinnige Arbeitserleichterung. Hier hinter mir werden jetzt 4 Hilfsmittel aktuell aufbereitet innerhalb von 20 Minuten. Das musste bisher per Hand gemacht werden. Eine Erleichterung für die Belegschaft, die wurde beim Neubau auch sonst nicht vergessen. Die oberste Etage ist für die Verwaltung reserviert. Hier hat jetzt jeder Platz und ein angenehmes Arbeitsumfeld. Nun aber zurück zu dem, was alle Kundinnen und Kunden als allererstes sehen, den Eingangsbereich. Hier sind alle Leistungen des Teams Zimmermann ausgestellt. Ob nun Kind oder Senior, alle wollen mobil sein. Für den Bereich sucht man noch einen passenden Namen. Showroom oder Ausstellung trifft es nämlich nicht ganz. Wer sich hier umschaut, ist eigentlich schon mitten im Beratungsprozess. Auch hier sind wir neue Wege gegangen, tatsächlich, weil es geht weniger um das Produkt, sondern um die Leistungen, die wir erbringen. Und die Produkte sind tatsächlich nur Beispiele. Und wir wollen, dass der Kunde sich wohlfühlt bei uns, sich für uns öffnet, weil wir reden ja teilweise über ganz persönliche Sachen und wollen Atmosphäre schaffen, die es möglich macht, vertrauensvoll miteinander zu arbeiten. Ob direkt am Tresen, privat im Beratungsraum oder entspannt in der Lounge, jeder soll sich hier wohlfühlen. Das kommt bisher auch gut an, auch wenn man sich an die neuen Bedingungen noch gewöhnen muss. Wir müssen diese Räume mit Leben füllen. Mit Leben füllen und das sind in erster Linie erstmal organisatorische Herausforderungen. Wir haben 2 Häuser. Unsere Kunden und Patienten sind ein Haus gewohnt und herausfordernd war schon in den vergangenen Tagen, die Kundenströme zu lenken von Haus 1 nach Haus 2, bis daraus Gewohnheit wird. Na, wenn das einzige Problem ist, hat man eigentlich alles richtig gemacht. Gut für die Kunden, gut für die Mitarbeitenden und gut für die Region. Mit Blick auf den Neubau konnte das Team Zimmermann nämlich 20 neue Arbeitsstellen schaffen. So kann es gerne weitergehen. Von der Orthopädietechnik Zimmermann wenden wir hin zum Tertiärwald Cottbus. Der kann nämlich jetzt wieder gemeinsam mit dem Naturwissenschaftlichen Verein der Niederlausitz erkundet werden. Am 8. Oktober startet der geführte Rundgang um 15 Uhr an der Kasse des Spreeauenparks. Die Sumpflandschaft des Tertiärwalds zwischen Mammutbaum und Zypressen zeigt sich dann in schönster Herbstfärbung. In dieser einzigartigen Nachbildung von Landschaft und Pflanzenwelt der Tertiärzeit können sich Besucherinnen und Besucher 10 Millionen Jahre zurückversetzen. Um 18 Uhr startet ein herbstlicher Lampignon-Umzug und am Lagerfeuer kann der Abend in gemütlicher Runde ausklingen. Der Eintritt zum Rundgang ist frei. Das war's schon fast wieder für heute. Bevor es jetzt mit Augenblick mal losgeht, gibt es im Anschluss an die heutige Sendung noch die neueste Folge Einsteiger TV für euch. Dieses Mal waren wir beim Mobilitätstag bei Cottbus Verkehr dabei. Nicole Lemke nimmt uns mit und erklärt, wie das Verkehrsunternehmen all jenen Hilfestellungen anbietet, die sich mehr sicheren Umgang in Bussen und Bahnen wünschen. Viel Spaß dabei! Vorher verabschiede ich mich, wünsche einen wunderschönen, angenehmen Abend und sage Tschüss und bis morgen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Einsteiger TV. Ich befinde mich heute hier vor unserem Kundenzentrum an der Stadtpromenade. Hier veranstalten wir einen Mobilitätstag. Das bedeutet, wir nutzen einfach mal die ruhenden Gleise vor dem Kundenzentrum aus und bieten all jenen Hilfestellung an, die sich mehr sicheren Umgang in Bus und Straßenbahn wünschen und benötigen. Mobilitätstrainings haben bei uns Tradition und werden regelmäßig durchgeführt. Mobilität bis ins hohe Alter wünscht sich jeder und soll mit Bus und Straßenbahn möglich sein.
Jeder 10. Mensch in Cottbus benötigt eine Mobilitätshilfe. Aber natürlich ist der sichere Umgang in Bus und Straßenbahn für Menschen aller Altersgruppen wichtig. Passend zum Mobilitätstag ist jetzt Rico bei mir. Rico Metzschke ist einer der Kollegen, der bei uns die Fahrpläne gestaltet und Straßenbahnfahrer ist. Rico, kannst du mir sagen, was ist die Idee, was steckt hinter dem Mobilitätstag heute? Ja, wir merken immer wieder, dass insbesondere ältere Leute oder auch Menschen, die also neu mit uns neu entdecken, unser Mobilitätsangebot, also neu mit Bus und Bahn unterwegs sind, oftmals ein bisschen unsicher sind. Wie steigt man ein, wie steigt man aus, wo kann ich mich gut festhalten, welche Knöpfe gibt es in Bus und Bahn? Und oft Lust haben, das einfach mal zu üben. Und deswegen haben wir gesagt, wir stellen einfach mal eine Straßenbahn hier hin und dann kann jeder das mal ganz in Ruhe ausprobieren, ohne dass er Angst haben muss, dass die Bahn gleich wieder losfährt. Okay, super. Vielen Dank, Rico. Und jetzt möchte ich Ihnen Werner Brumm vorstellen. Werner, das ist die Fliege hier und das ist der böse Kumpel von unserem Maskottchen Paul Frosch. Und Werner ist immer ohne gültigen Fahrausweis unterwegs und das geht natürlich gar nicht. Deswegen werden Sie Werner in der Form jetzt des Öfteren in unseren Fahrzeugen sehen. Fahren ohne gültigen Fahrausweis ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Hier gilt es zum einen um Respekt gegenüber all jenen, die zahlen, und zum anderen um blankes Geld, was den Verkehrsbetrieben damit verloren geht. 60 Euro kostet es derzeit, wenn man kontrolliert wird und dabei keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen kann. Bei mir ist jetzt Christine Held. Christine ist Vertriebsleiterin hier bei uns bei Cottbus Verkehr und hat damit auch die Bearbeitung vom erhöhten Beförderungsentgelt unter sich. Christine, erkennt ihr als Verkehrsunternehmen eine Tendenz bei den Fahrgästen, die ohne gültigen Fahrausweis unterwegs sind? Also wird es eher besser, wird es eher schlechter? Um ehrlich zu sein, stagniert das. Wir haben jetzt in den letzten Sommermonaten aufgrund des 9-Euro-Tickets festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit einen gültigen Fahrausweis hatte. Insgesamt ist es aber gleichbleibend über die Jahre. Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert denn, wenn ich ohne gültigen Fahrausweis kontrolliert werde im Fahrzeug? Dann habe ich entweder die Gelegenheit, gleich zu bezahlen, also bei dem Kontrolleur, das geht in Bar oder mit EC-Karte. Oder ich gehe innerhalb von 2 Wochen in unser Kundenzentrum in der Stadtpromenade mit der Quittung, die ich bekommen habe und kann dann da meinen EBE begleichen. Okay, vielen Dank. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Fahrt mit Bus und Bahn ist nicht selbstverständlich. Und ich sage immer, eine Taxifahrt würden wir auch nicht antreten mit dem Vorsatz, diese nicht zu bezahlen. Dieses Bewusstsein müssen wir auch für Bus und Straßenbahn haben. Zumindest solange die Verkehrsunternehmen die Kosten nicht anders gedeckt bekommen und der ÖPNV kostenfrei ist. An dieser Stelle erinnere ich Sie gern auch nochmal an das Angebot der Preiszeit, unser Halbjahresabo von Cottbus Verkehr. 6 Monate fahren und 5 Monate zahlen. Für mehr Informationen einfach cottbusverkehr.de klicken oder die Kolleginnen und Kollegen hinter mir fragen. Und das war auch schon Einsteiger TV für heute. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Liebe Cottbusinnen und Cottbusser, vielen Dank für Ihr Vertrauen am 11. September. Aber entschieden ist noch gar nichts. Es geht um unsere Stadt. Ich brauche Sie nochmal. Und zwar zur Stichwahl. Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten auch im Vorfeld der Briefwahl und gehen Sie an die Urne. Am 9. Oktober geht es um 8 Jahre Zukunft oder Stillstand, weiteren Zerreißproben. Es geht um unsere Stadt Cottbus. Bitte vertrauen Sie mir. Ich habe einen Plan. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam gut und vor allen Dingen zusammenarbeiten, parteiübergreifend. In diesem Rathaus, in der Stadtverordnetenversammlung, in unserem Alltag. Darauf kommt es jetzt an. Es geht nicht um die Weltpolitik. Ich verstehe Ihren Frust und auch Ihre Angst. Das geht mir ganz genauso. Aber Protest ist jetzt der falsche Ratgeber. Es geht um unsere Stadt. Deshalb gehen Sie bitte am 9. Oktober wählen. Und bitte wählen Sie mich, Tobias Schick, für eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten, und wir werden sie gut gestalten. Schon gewählt? Am Sonntag, den 9. Oktober, geht es in Cottbus nochmal ums Ganze.
Ihr habt die Wahl, wer soll das neue Cottbuser Stadtoberhaupt werden? Macht am Sonntag euer Kreuz für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit. Eure Stimme zählt am 9. Oktober. Liebe Landsleute in Cottbus, vor etlichen Jahren haben Sie mich eingeladen, die Festrede zu halten als Präsident des Deutschen Städtetags beim 850-jährigen Jubiläum Ihrer Stadt. Und seitdem kenne und schätze ich Cottbus, nicht nur wegen seiner Historie, sondern auch wegen seiner modernen Architektur, zum Beispiel an der spektakulären Universität. Seitdem bin ich immer wieder gekommen, zum Beispiel, um ein Buch in der Volkshochschule zu präsentieren oder einen Kabarettabend zu bestreiten oder beim Fürst Pückler vorbeizuschauen oder um immer wieder die unglaublichen Parklandschaften zu genießen. Ich habe auch mal meiner Frau eine Bootsfahrt im Branitzpark geschenkt und festgestellt, sowas Tolles gibt's ja in München nicht. Aber jetzt schaut buchstäblich ganz Deutschland nach Cottbus wegen der Stichwahl des Oberbürgermeisters am 9. Oktober. Das ist nicht irgendeine örtliche Personalentscheidung. Nein, das ist eine Richtungsentscheidung mit Signalwirkung für Deutschland, auch bei hohem Interesse internationaler Art. Meine ganz herzliche Bitte, entscheiden Sie sich für Ausgleich und Verständigung statt Konfrontation und Feindseligkeit. Entscheiden Sie sich für Sympathie und Vertrauen statt Hass und Hetze. Und pflegen Sie die Zusammenarbeit und nicht die Feindschaft zwischen politischen Kräften. Wählen Sie Tobias Schick von der SPD. Vor allem gehen Sie wählen und gestalten Sie diese Entscheidung mit, welcher Stil, welche Umgangsformen sich durchsetzen, sich hinterher zu ärgern oder zu erschrecken, das wäre einfach zu spät. Guten Tag, mein Name ist Steffen Raum von der Firma Bauen und Immobilien hier aus Cottbus. Erstmal möchte ich beiden Kandidaten gratulieren zum Erreichen des Stichwahlgangs hier in Cottbus zur Oberbürgermeisterwahl. Und ich möchte auch noch vorausschicken, dass ich weder einer Partei angehöre noch irgendeiner Fraktion. Ich bin Cottbusser, ich bin Unternehmer, ich bin hier geboren und ich mache mir große Sorgen um die Zukunft hier bei uns in der Stadt. Deshalb möchte ich meine persönliche Meinung, mein Statement bringen für alle Cottbusser, die noch unentschlossen sind, wie wir am kommenden Samstag wählen sollten. Es geht nicht um eine bundespolitische Wahl. Es geht nicht darum, dass ein Oberbürgermeister der Stadt Cottbus die europäische Energiepolitik bestimmen könnte. Und meiner Meinung nach geht es auch nicht darum, sich nach landespolitischen Parteidoktrinen zu richten. Wir hier in Cottbus, wir wählen eine Person, einen Menschen. Und es geht darum, ob dieser Mensch die passenden Werte und das passende Können für die verantwortungsvolle Position des Oberbürgermeisters mitbringt, das in die Waagschale der Stadt Cottbus werfen kann. Und natürlich höre ich auch bei mir im persönlichen Umfeld die Sorgen, den Unmut und die Ängste, die die Menschen über die aktuelle Situation haben. Und ich nehme das auch persönlich sehr ernst. Ich informiere mich dazu sehr, sehr genau. Uns sollte klar sein, dass eine Wahl aus Protest, eine Wahl aus Unmut dazu führen könnte, dass wir in Cottbus 8 Jahre lang Stillstand haben könnten oder Rückschritte erleben.
jeder, der jetzt wählen kann, sollte die Chance nutzen und sich die Fragen stellen, wer ist tatsächlich in der Lage, diese Stadt anzuführen, persönlich, mit Engagement, mit Mut und mit Motivation. Und aus diesem Grund unterstütze ich Tobias Schick, weil ich glaube, wie viele andere Unternehmer der Stadt Cottbus auch, dass er der rechte Mann ist, der mit positivem Wirken etwas in der Stadt bewegen kann und der uns auch über die Stadtgrenzen hinaus repräsentieren sollte. Die andere Variante, die andere Option, die wir dort vor uns haben, die sollte keine Wahl für Cottbus sein. Ich glaube, dass wir es uns nicht leisten können, eine Situation zu schaffen, in der vielleicht das Land auf die Stadt Cottbus zeigt, in der wir irgendwann isoliert in der Landes- oder in der Bundespolitik genannt werden. Machen Sie sich bitte auch bewusst, wie diese Wirkung für unsere Kinder, für die jungen Leute in Cottbus aussehen könnte, was das für Perspektiven darstellt. Ich möchte in jedem Fall darum bitten, dass Sie wählen gehen, auch wenn Sie bisher keinen der beiden Kandidaten unterstützt hätten. Und verschenken Sie bitte nicht Ihre Stimme. Helfen Sie mit und gestalten Sie Cottbus. Mein Name ist Jens Taschenberger. Wir kümmern uns mit unserem Familienunternehmen, der Zwei Helden GmbH, um das Leben in Cottbus auf sehr vielen Wegen. Um die 50.000 Menschen haben wir in den Jugendweihen begleitet, veröffentlichen Medien und sind, glaube ich, sehr nah am Puls der Stadt. Deshalb ist uns die Wahl auch sehr wichtig, weil es geht um die nächsten 8 Jahre, wie Cottbus gestaltet für alle Generationen lebenswert bleiben kann. Und genau das ist mein Thema. Das ist hier nicht völlig selbstlos, weil mir geht es um unser Familienunternehmen. Mir geht es auch um meine Kinder. 3 meiner Kinder leben noch in Cottbus, das soll auch so bleiben. Für beides wünsche ich mir eine lebenswerte Zukunft. Und mir ist wichtig, allen Cottbusern zu sagen, es geht hier nicht um Parteipolitik. Ich bin stolz auf meine parteipolitische Unabhängigkeit, seht ihr her. Sondern es geht um eine Personenwahl. Es geht um den richtigen Kopf, um die nächsten 8 Jahre unserer Stadt zu gestalten. Und hier sehe ich vor allem 2 Anforderungen. Auf der einen Seite haben wir erstmalig seit der Wende die große Chance, den anhaltenden Wandel gut zu gestalten. Wir reden über 4 bis 5 Milliarden Investitionen, die in unsere Stadt möglich sind, über bis zu 15.000 neue Arbeitsplätze. Und dazu brauchen wir einfach Weltoffenheit, da brauchen wir Zusammenarbeit, jemand, der mit allen Akteuren gemeinsam anpacken und gestalten kann. Und auf der anderen Seite ist in den letzten Jahren auch viel liegen geblieben. Wir müssen in den Kitas, in den Schulen viel aufholen und da geht es einfach darum, Selbstverantwortung zu übernehmen, das Machbare zu machen, einfach anzupacken und zu gestalten. Und wenn ich mir die Auswahl angucke, die wir auf dem Wahlzettel haben, dann haben wir auf der einen Seite Abgrenzung, eine klare Parteipolitik. Auf der anderen Seite haben wir mit Tobias Schick einen Kandidaten, der sich in den letzten 15 Jahren um die Sportfamilie in Cottbus gekümmert hat. 25.000 Menschen sind hier in Vereinen organisiert. Das heißt, er kennt die Bedürfnisse, die Belange, die Befindlichkeiten aller Menschen in Cottbus bis hinein in die Stadtteile. Sport ist ein Spiegel der Gesellschaft und ich mag einfach das Bild, dass dort jemand mit dem Team auf das Spielfeld geht, gemeinsam anpackt und gestaltet und halt nicht von der Tribüne meckert und sagt, was besser gemacht werden müsste. Also wir brauchen niemanden, der gegen irgendwelche Bonzen ist, die niemand kennt, sondern wir brauchen jemanden, der für Zusammenhalt steht, der mit anpackt, gestaltet und mit allen Cottbusern zusammen etwas erreichen möchte. Und deshalb werde ich Tobias Schick wählen und wünsche mir, dass sich alle Cottbusser diese Wahl gründlich überlegen und auf jeden Fall zur Wahl gehen. Sehr schönen guten Tag. Mein Name ist Ralf Henkler. Ich arbeite für den BVMW, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Ich habe in meinem Beruf sehr viel mit Unternehmen zu tun, kenne auch die Problemlagen, die die regionale Wirtschaft betreffen und weiß, dass neben der Energieproblematik auch ein sehr großes Fachkräfteproblem besteht. Jedes Unternehmen sucht Fachkräfte, sucht national, sucht regional. Aus diesem Grunde ist es wichtig für Cottbus, dass wir eine sehr offene Willkommenskultur haben. Dass wir also ein Zeichen an Studenten, an Rückkehrer, auch an Fachpersonal setzen, dass wir als Cottbus gesellschaftlich sehr offen sind. Hier geht es bei der Oberbürgermeisterwahl nicht um bundespolitische Themen. Hier geht es um Kommunalpolitik und um das zarte Pflänzchen Aufschwung, das hier in der Lausitz gerade am Wachsen ist und auch natürlich in der Stadt Cottbus als Oberzentrum. Aus diesem Grund möchte ich alle Cottbusser bitten, zur Wahl zu gehen, um
diesen Prozess des Strukturwandels, des Aufschwungs auch für die nächsten 8 Jahre beizubehalten. Wir haben hier 2 Kandidaten. Der eine Kandidat steht für Willkommenskultur, für Teamfähigkeit, für Zusammenarbeit. Der andere Kandidat steht für Abspaltung, Diskriminierung und eine sehr eingeschränkte Willkommenskultur. Deswegen möchte ich Sie bitten, dort auch die Kandidatur von Tobias Schick zu unterstützen. Dankeschön. Unsere Expertenangebote für unsere Nachbarn. Mit der Waschmaschine von Siemens für 549 Euro und dem 55 Zoll Samsung QLED-TV für 999 Euro. Nachbarschaftstipp, unsere starken Expert-Services für unsere Kunden. Expert mit den besten Empfehlungen. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 6 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Also, dann schnell zu uns in den Pure Shop, damit Ihnen unsere Angebote nicht davonlaufen. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Einfach besonders.
Ein Genuss für Auge und Gaumen. Bewusst essen und genießen mit Mosquito Smart. Leichte Gerichte mit vielen Proteinen und wenig Kohlenhydraten. Mosquito, die Adresse in Cottbus, nicht nur für Cocktails. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Wir hören auf viele Namen, einigen wir uns auf einen. Lausitz TV. Lausitz für die Region, TV, weil wir immer noch keine Zeitung sind und der Punkt, naja, Internet und so. Seit 30 Jahren immer für euch unterwegs. Fernsehen von hier für euch. Lausitz TV.